Yo Leute, herzlich willkommen zum zweiten Teil von Let's Play Super Mario Bros. 3. Wir sind mittlerweile in der zweiten Welt und hier ist das erste Level und ich würde mal sagen, wir fangen jetzt an. Ach ja, bevor wir richtig anfangen mit dem Spielen, wobei nebenbei spiele ich schon, es könnte sein, dass es in diesem Video extrem laut wird, weil bei mir wird schon geböllert seit mehreren Tagen und wir haben auch Besuch nebenbei. Das bedeutet, dass es bei uns gerade ein wenig in der Bude abgeht. Und ja, auf einmal... Nee, wieso habe ich jetzt schon wieder einen Blatt verloren? Ja, ihr hört das schon, Leute. Draußen geht's bei mir richtig krass ab. Ey, wo geht denn der Stern hin? Genau. Und ja, während all diesen Umständen habe ich auf einmal Bock bekommen, ein Let's Play aufzunehmen. Ist halt bei mir so, so zwischendurch kriege ich so meine 5 Minuten. Auf einmal mache ich dann Sachen, die nicht unbedingt angebracht sind. Aber die meisten Leute aus meinem Privatleben kennen mich halt so, die wissen, wie ich bin. Geil. Nein, ey, das war blöd. Toll, ey, richtig toll. Richtig toll. Daher, falls es euch stören sollte, Leute, schreibt das gerne in die Kommentare rein. Ansonsten nehme ich dieses Video dann raus und nehme dann diesen zweiten Part nochmal neu auf. Schade, ich habe keinen Stern hingekriegt. Ah, ich habe schon wieder vergessen nachzuschauen, wie man diesen Mario nennt, sobald er diesen Ahornblatt benutzt. Hat er ja so einen Schwanz und hat er ja noch so zwei, nicht Hörner, aber ja, so Ohren wie so ein Wuffel, sag ich mal. So, Pilz. Ja, okay. Und. Ach, hör doch auf. Wir haben es nicht hingekriegt. Na, was soll's. Anscheinend ist diese Welt ein wenig größer als die erste Welt. Und was ich auch an diesem Spiel richtig cool finde, ist, dass die Welten Themen unterliegen. Das bedeutet, eine Welt besteht aus einer Himmelwelt. Das bedeutet, da spielen wir im Himmel. Dann gibt es eine Welt wie jetzt. Man ist in der Wüste. Was hat mir das jetzt eigentlich gebracht? Keine Ahnung. So, ich will jetzt einen Pilz kriegen. Ja, wir haben einen Pilz bekommen. Nice. Ja, wenn wir jetzt noch einen Pilz bekommen, dann kriegen wir, glaube ich, 2 Level-Ups. Ja, und wie in jeder Welt gibt es auch hier eine Festung. Und der Mini-Boss ist dann hier in dem Sinne Gum-Gum. Das sind die Trockenknochen. Ich hoffe, ich sage das richtig. Ich verwechsel das immer. Knochentrocken oder Trockenknochen? Ich glaube Trockenknochen. Ah, da sind die Geister. Ja, sobald man denen den Rücken zudreht oder zukehrt, verfolgen sie einen. Leute, ich sag's euch, bei mir geht es schon seit mehreren Tagen ab. Seit mehreren Tagen. Die Leute böllern und böllern und böllern. Nachbarn drehen durch. Nein, das war zu viel, das war too much. Das war too much. Ey, das war richtig stupid. Didi. Nein, ach verdammt, Leute, das war richtig blöd. Übertrieben blöd, ich bin auf einmal dazwischen hängen geblieben. Was soll's, ab jetzt müssen wir auf jeden Fall aufpassen. Jetzt gehen wir wieder in die Festung rein und müssen nochmal von vorne anfangen. Na, was soll's. Oh. Das Ding ist, man kann auf die so oft springen, wie man will. Sie zerfallen in ihre einzelnen Knochenteile, aber irgendwie mit der Zeit raffen sie sich wieder zusammen. Ich hätte eigentlich durchlaufen können, oder? Jetzt bin ich auf einmal überfordert. Ich hab nichts gesagt, von wegen übervorsichtig. Ach, hör auf. Hier, bleib stehen. Ach, schade, ey. Ich bin eiskalt dazwischen hängen geblieben. Mann, diese Geister nerven. So, jetzt müssen wir das hinkriegen. Ich habe keinen Bock, schon wieder ein Level Up auf ganz unnötig zu verlieren. Nur irgendwann beim zweiten Mal dreht der Kerl hier richtig durch. Das meinte ich. Ja, nice. Oh, sehr gut. Sehr gut.
Dann haben wir schon mal den Miniboss hier erledigt. Ja, Gum Gum ist wie Birdie. Ein Miniboss, der jetzt immer auftauchen wird. Ach ja, ich habe was vergessen, in Toads Haus zu gehen. Okay, dann spielen wir mal das Spiel weiter. Ah, okay. Ah, geil. Oh. Oh, schade. Ah, aber ich glaube, da neben dem Pilz war eine Münze, also waren 10 Münzen. Und dann gehen wir erstmal in Toads Haus und schauen uns an, was wir bekommen können. Pick a box, its contents will help you on your way. Machen wir uns mal ran an den hier. Ah, voll cool, jetzt ist es gerade ruhig. Yeah. Ah, ich glaube, ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht übel, Leute. Oh, nee, ich habe vergessen, Power-Up zu benutzen. Hey, boah, der ist einfach da durchgesprungen. Ach ja, kein Wunder. Wo ist denn Cooper? Wo ist denn Cooper? Cooper? Da. Oh, ich wurde trotzdem getroffen. Ey, richtig. Oh Mann, ey. Ich spiele immer so blöd. Nee, wir benutzen erstmal einen Pilz. Diesmal will ich das richtig machen, hoffe ich zumindest. Weil ich würde. Achso, nee, ich brauche ja keinen Cooper mehr. Ich kann ja selbst den Block einfach zerköpfen. Zerköpfen. Nice. Hier kommt Stern Mario, Leute. Ja, das sieht doch cool aus. So, wir müssen vor den Goombas aufpassen. Och nee. Okay, Leute. Nice. Jetzt geht's ab. Doch nicht. Ah, doch. Boah, Leute, wir müssen jetzt einfach dem Cooper hier folgen. Geil, jetzt können wir einfach hier rauf. Aber lass uns nochmal abwarten, vielleicht gibt es hier irgendwas. Ah, geil. Ja, nehmen wir mit, Leute. Ich meine, ich brauche wieder einige Level-Ups. Oh, lass uns mal versuchen, ob wir jetzt die 3 Pilze vollkriegen. Nein. Egal, ein Versuch war es wert. Das Ding ist, ich war viel zu schnell. Ich war viel zu speedy. So, ab geht's in die neue Welt. Ins neue Level. Ah, okay, durch die Rohre werden wir hier durchgekommen. Das müssen wir mit einem Hammer kaputt kriegen können. Haben wir keinen Hammer? Ah, dann gehen wir hier rein. Was ist denn hier los? Das müsste ein... Oh, die Sonne, die einen verfolgt. Irgendwann dreht sie durch und greift uns an. Oh ja, genau, das war so nervig, Leute. Man muss irgendwie hochspringen, genau. Boah, krass, wie hoch ist ein Mario geflogen? Seht ihr? Der dreht durch, der ist richtig aggro. Der ist richtig aggro, Leute. Nein, gegen so einen Cooper. Gegen so einen Cooper, ey, ich glaub's nicht. Ich werd wahnsinnig. Nein, nicht jetzt, hau ab. Hau ab. Ey, hau ab, du Sonne. Also, du Sonne in dem Sinne, du bist ja eine Sonne. Okay, wir haben schon wieder einen Pilz. Ah, okay, nice. Dann können wir auch so in die 5. Welt oder sollen wir direkt in die 4. Ach ja, doch, Leute, wir werden auf jeden Fall jedes Level spielen. Ich wollte jedes Level einmal anzocken. Wie bereits erwähnt, 90 Level. 90. Geil, darauf freue ich mich. Weil zwischendurch spiele ich auch Super Mario 3D Land für den 3DS. Und ich bin so krass auf das Spiel hängen geblieben. Ich bin irgendwie in letzter Zeit richtig süchtig nach Mario spielen. Es macht einfach Spaß. Boah. Warte mal, ich will das irgendwie hinkriegen. Oh, toll. Alles klar, da muss auf jeden Fall ein Pilz sein. Super, jetzt sind wir wieder groß. Jetzt will ich wieder auf jeden Fall ein wenig
Konzentration spielen. Der Boomerang-Bruder. Oh nein, Mann, du Piranha-Pflanze, nerv doch nicht. Komm doch raus. Nein, zack. Ja, nehmen wir mit, Leute. Nehmen wir mit. Noch 38 Münzen. Yeah, geil, nochmal ein Pilz. Ich glaube, ich werde demnächst einfach da richtig schnell laufen und dann können wir auch Stern bekommen. Oh, da ist der Kettenhund. Leute, ich glaube, die meisten von euch kennen die Geschichte vom Kettenhund, oder? Also es gibt einen Grund, warum diese Figur in diesem Spiel, in dieses Spiel eingeführt worden ist. Und zwar Miyamoto wurde einmal von einem Hund, als er klein war, angegriffen. Und er hatte halt Angst gehabt. Und warum ihm nichts passiert ist, lag daran, weil der Hund angekettet war. Und das hat ihn irgendwie so krass eingeprägt, dass er das dennoch auch hier im Spiel eingebaut hat. Was ich ehrlich gesagt interessant finde, weil jeder verarbeitet auf eine ganz andere Art und Weise seine Emotionen. Hey, was passiert denn hier? Lass mal da hingehen. Oh, geil. Yeah, nice. Oh, auf einmal gibt es hier ein Level Up. Oh, eine Rohre. Oh, hoffentlich ist das keine Warp Zone oder so. Weil ich will das Spiel komplett durchspielen. Mal gucken, ob es hier irgendwas Interessantes gibt. Nö. Oh, hör auf. Ja, toll. Jetzt habe ich so ein Power-Up, so ein, ja genau, so ein P-Button gefunden. Nein! Was gibt es da unten? Oh, da ist schon wieder so ein Kettenhund gewesen. Nice, wieder ein Level Up. So, jetzt gehen wir einmal hier wieder rein und gucken, was wir machen im Memory-Spiel. Ich meine in dem Puzzle hier. Das ist ja auch wie so ein Puzzle-Spiel. Ja! Nice! Zwei Level-Ups. Sehr, sehr nice. Dim, 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 dim. So, jetzt fordern wir mal die Hammerbrüder heraus, und zwar den einen. Hoppa! Nice, da haben wir einen Hammer. Mit diesem Hammer können wir diesen einen Felsbocken da zerschlagen. Aber... Oh, hier ist auch ein Level. Boah, diese Igel nerven. Diese Melodie fand ich immer so heftig. Hört ihr das? Ich fand das so heftig. Und es gibt davon verschiedene Variationen. Man kann das auf lustig abspielen, so auf richtig so ernst. Hey! Aber auch lustig, wie ich bereits erwähnt habe. Ich freue mich sehr, sehr auf das nächste Spiel, was ich Let's Playen werde. Und zwar der Nachfolger von Super Mario Bros. 3, Super Mario World. Mit dem Spiel hat bei mir alles angefangen. Das war das erste Spiel von Mario, was ich gespielt hatte. Und danach hatte ich noch ein Gameboy-Spiel von Mario. Mario Island. Ich weiß nicht mehr, wie das hieß. Das gerade nicht im Kopf, weil ich gerade mich nicht daran erinnere. Oh, ist hier wieder so ein P-Button. Ey, wie das nervt. Ja. Egal, nehmen wir wenigstens die mit. Nein, das war doch offensichtlich, Junge. Oh Mann, ich mache immer so unnötige Fehler, Leute. Ich reg mich über mich selbst auf. Ah, so ein Boomerang-Bruder, den machen wir gleich fertig. Genau, diesmal will ich den Stern bekommen. Deswegen müssen wir hier speeden. Weil wenn wir drei Sterne bekommen,
kriegen wir 5 Level Ups. Nice, das schmeckt sehr, sehr gut. Gibt es hier noch irgendwo ein Level? Nö, gibt es nicht. Dann bekämpfen wir nochmal den Boomerang-Bruder. Mann, richtig blöd. Okay. Okay, so Leute, jetzt gehen wir ins zweite Schloss und mal schauen, was wir machen werden. Oh ne, ich hab schon wieder, ey. Leute, ich bin richtig vergesslich. Oh, it's terrible, the king has been transformed. Please find the magic wand so we can change him back. Okay, wir müssen wieder den Zauberstab suchen und das hat der nächste Link. Den müssen wir besiegen. Mann, das wird jetzt schwierig. Ich habe vergessen, ein Power-Up mitzunehmen. Ja, hier sind die Willis. Ja, wenn man klein Mario ist, muss man vorsichtiger spielen. Und wenn man groß Mario ist, dann sollte man nicht unvorsichtig sein und sich denken, ja, ist alles okay. Ups, oh, geiler Reflex. Ultra Instinct Mario. Die Stelle war Hammer, Leute. Sind wir schon da? Ja, geil, wir sind schon da. Nice. Ach ja, zwischendurch sollte man gucken, ob hier noch irgendwo etwas versteckt ist. Anscheinend ist hier nichts. Nee. Hier auch nicht. Okay, dann gehen wir runter. Ab zum zweiten Koopa Link. Boah, jetzt... Okay. Ah, er benutzt jetzt den... Och nö, Leute. Das ist nicht normal. Er benutzt den Zauberstab. Ja, normal. Er hat uns mit dem Stab geschlagen. Ist klar. Und jetzt muss ich alles von vorne anfangen. Jetzt muss ich alles wiederholen. Warte, diesmal nehme ich ein Power-Up und zwar... Genau. Oh. Ja, das Ding ist, neben dem Spiel ist ja auch immer so ein Druck, wenn man weiß, okay, alles klar, man ist jetzt am Ende des... Am Ende des Weltes, am Ende der Welt. So. Nee, Feuer brauchen wir nicht. Die Feuerpflanze brauchen wir echt nicht. In der Verfassung, in der sich Mario befindet, ist optimal. Nein. So, hier sind wieder diese Hamster, die mit... Was werfen sie denn eigentlich? So Leute, diesmal schaffen wir das. Seid ihr ready? Ja. Nice Leute. Die zweite Welt haben wir erledigt. Dann können wir mal kurz dem König helfen gehen. Ja, da wird sich der Toad extrem freuen und der Mario fällt wieder runter. Und er fällt und er fällt und er fällt. Ich fand das immer so cool. Da, die Spinne wurde wieder zum Menschen. Weil er ein Mensch war vorher. Oh, thank heavens. I'm back to my old self again. Thank you so much. Here is a letter from the princess. Prinzessin hat uns schon wieder eine Nachricht hinterlassen, Leute. You can stomp on your enemies using Goomba's shoe. I have enclosed a jewel that helps protect you. Ah, okay, wir können Goomba's Schuhe benutzen und damit auf die Gegner stampfen. Okay, Leute, dann schauen wir uns das doch mal an. Wir sind jetzt in der dritten Welt und ich hoffe, ihr hattet Spaß mit diesem Let's Play. Wie gesagt, wenn es zu laut war, könnt ihr mir gerne Bescheid geben und dann werde ich dieses Let's Play nochmal neu aufnehmen. Ansonsten sage ich danke, dass ihr vorbeigeschaut habt und wir sehen uns im nächsten Video in der dritten Welt. Haut rein, Leute. Ciao.